Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Altenstein Diego. Ja, wir müssen eben einmal eine Leerfahrt machen zur BGA. Ich muss ja auch noch die Heuballen abladen, insofern ist es nicht schlimm, Jim. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, als ich mit der Palette zum Hof gebrochen bin, dass das so nicht funktioniert. Egal, das ist halt, ihr kennt den Diego, es ist halt alles nicht so einfach. Mit einer Gehirnzelle, die ist auch noch kaputt. Ne? Ja. Dann soll ich hier YouTube-Aufnahmen machen und LS-Spiel. So, hallo. Oh, habe ich hier gerade den Reifen gepiekt? Das wollte ich nicht. Ah, ich sehe schon, wie diese kalte Hand von Opa Jorn mir in den Nacken packt und sagt, Alter, was ist mit dir nicht in Ordnung, mein Freund? So, lege ich das Ding dahin. Ich komme gleich nochmal wieder. Wir sehen uns. Hier ist wieder was los auf Altenstein, ne? Aber es ist immer noch ein Leckerchen und also ich kann das immer noch richtig mit Begeisterung spielen, ne? Das ist so krass eigentlich, ne? Man freut sich richtig drauf, wie die Sonne scheint und es ist einfach wirklich schön, wirklich schön. Gut, ich habe hier meine Lieblingsmods und so, das ist natürlich auch noch dann extra toll, ne? Und dann aber, wenn man sich so die Landschaft anguckt, das ist einfach... Das nach all den Jahren, ne? Also, das ist schon schön. Also jetzt nicht nur die Altenstein-Map, sondern allgemein. Ich rede allgemein vom LS, ne? Das ist einfach nur schön. Was meint ihr, kriege ich ohne Gewicht, kriege ich das so gemanagt mit dem Abladen? Gucken wir einfach, ob wir das hinkriegen. Und dann müsste ich auch gleich mal gucken, ob es dem IAC gut geht. Der war eben ein bisschen am Qualmen. Vielleicht sollte ich mal Öl nachgucken, ob der noch genug Öl hat. Nicht, dass es dem nicht gut geht. Ja? Das wollen wir natürlich nicht. So, auch wieder geparkt wie eine 1 mit Sternchen. Ne? Wir sind ja genau in den Weg gestellt, den Gübel. So, wir haben hier, ach, wir haben Rundbällekes in der Sorte überhaupt nicht auf Lager, sehe ich gerade. Wo steht denn der andere Deutz? Tue ich dem weh? Ja, natürlich tue ich dem gleich weh. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier neben, wenn wir hier einzelhaft machen quasi. Ja, fahr auch gar nicht so brutal rein. Ja, das macht er sogar mit, du, dann... Dann lacht das Feuer aber noch nicht lange. Wenn das richtig nass wäre, dann... Oh, hoppala. Ist doch ein bisschen leicht auf Hinterbeine, merke ich gerade. Kriege ich dich da hier noch in die Ecke gefuchtelt? Das wäre natürlich nice, wenn das gehen würde. Kriege ich dich da oben auch noch drauf gefuchtelt? Und nicht übertreiben, oder? Ist das übertrieben, YouTube? Wenn ich den da oben jetzt hinwühle? Ah, er macht's nicht. Der wird runterfallen. Oh, der bleibt da liegen. Ja, dann, ich habe nichts zu... Nee. Nicht atmen, nirgendwo gegenfahren, langsam, aber kontinuierlich zurück, Diego. Ach, habe ich den Deutz gefunden? Ist ja nice. Hallo, Deutz. Na? Au. Voll das Schutzblech in den Rücken gekriegt. Nein. Wir müssen den Deutz eben umparken, YouTube. Das führt zu nichts hier. Das gibt nur Schmerzen und alles und... Nein, das Schutzblech im Rücken ist nicht das Problem, Mann. Opa Johann verursacht hier die Schmerzen. Ja, zu Recht auch, muss man ja sagen. Dann. So, komm mit, mein Kleiner. Wir dekorieren dich um. Zur Not kannst du auch den... du hast ja eh frei. Zur Not kannst du noch auf den kleinen IAC ein bisschen entlasten. Das arme Tier, das wühlt da rum. Als wenn es keinen Morgen mehr gibt. Warst du gerade ausgeblendet? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das Gitter wurde gerade ausgeblendet, als ich da vorbeigefahren bin, ne? Ist ja krass. Ist das hier diese No-Kollision-Kamera? Ne, das kann nicht sein. Ich bin in der Innenansicht. Hallo, bei Johann. Ich bin ganz lieb heute. Ja, ja. So. Ich bin der schnellste Lenker von Altenstein. Teilweise. So. Mal gucken, wie es dem Kleinen so geht.
Hallo kleiner IRC, wie geht es dir? Du bist aber tapfer unterwegs, mein Freund. Da kann man auch nicht meckern, oder? Sollen wir den lassen? Sollen wir den Kleinen einfach in Ruhe lassen? Bleib mal hier, stell dich mal hier mitten in den Weg, genau, Diego. Du bist der Eicher, hüpf mal da runter. Ich muss gerade überlegen, auf was für einem Schlepper ich sitze. Ja, dass wir in diesem Video nochmal eben die Bellekiss abgeladen kriegen, das kann doch nicht sein, ey. Ich brauche hier 8 Folgen, um irgendwas fertig zu machen. Das Blöde ist, wir müssen jeden Ballen einzeln nehmen, weil wir nicht viel Platz an der Wand haben. Ich will den dann genau in das Loch einschieben. Habe ich aber reichlich Heu auf Lager, war. Das heißt, wir können nächste Mal können wir wieder Crossbillikers machen. Das Problem ist, ich habe mir überlegt, die Hofsilos zuerst leer zu fahren hier. Weil das Silo an der BGA ist ja eigentlich voll. Nee, das ist eigentlich, das ist voll. Das ist ja gerade erst fertig geworden mit dem Gern. Ah, ich müsste den Anhänger so ein bisschen nach vorne haben noch. Oder einfach ein bisschen länger zurückwärts fahren. Ja, ja. Endlich wieder Ballen verladen, YouTube. Was sagt ihr dazu? Hä? Ist das nicht schön? Was ist? Wie gehst du hinten hoch? Nein. Oh, der ist aber nass, du. Der hat aber einen Schauer abgekriegt hier. Ist vielleicht einer vom Rand, ne? Ist genau so, dass einer vom Rand war. Ist ja meist ein bisschen nasser am Rand. Oder unten am Wald. Das kann auch von unten am Wald sein. Ist auch immer nass. So. Wenn ich da jetzt nochmal... Kriege ich da wohl einen Doppelten drauf? Was meint ihr? Habe ich noch einen Doppelten? Ja. Nee, einen Doppelten, das fehlt nichts. Nein, wir machen einzeln. Wir machen einzeln, YouTube. Alles gut. Ist alles gut. Ich denke immer laut. Ist auch während der Arbeit und beim Autofahren. Ist mal sehr lustig. Mittlerweile geht das hier noch. Kann man immer noch sagen, ich telefoniere. Freisprecheinrichtung, aber naja, das wäre das. So, die Kühe sind aber potenziell unzufrieden, ne? Was ist, warum hakst du hier rum? Hör doch auf, hier zu haken. So. Super. Gott sei Dank schaffe ich das in diesem Video noch. Und den letzten Ballen, den bieten wir denen direkt an. In der Hoffnung, dass die einen haben wollen. Hat die Leica gerade geguckt? Ich glaube, die Leica hat gerade, ne? Und habt ihr das gesehen? So wie die Zunge so einmal so von dem rechten Mundwinkel über beide Nasenlöcher zurück zur anderen Seite ging? Habt ihr es gesehen? Ich glaube, die möchte Heu. Und wenn die Leica sagt, es ist noch gut hier von der Qualität, dann kann man das auch füttern. Leica ist die Chefin im Stall. Die sogenannte Leitkuh. Wie bei allen Herdentieren. Ist auch sehr interessant, bei den Kühen ist Frau der Chef, ne? Nicht der Bulle. Müssen nicht glauben, dass der Bulle der Chef ist auf der Wiese, ne? Der darf da zwar ab und zu ein bisschen rumtouren, aber die Leitkuh, die sagt den anderen, wo es lang geht. Ist auch interessant eigentlich, ne? Da ist die Welt noch in Ordnung bei den Mukus. So, ja dann, Leica, gönn dir, ne? Ich hab dir was vorbereitet. Frisch und sehr saftig, weil hat ein bisschen länger gelegen. Ja, muss mir das ja aber nicht gleich hier von der Gabel runterreißen, ne? Junge, Junge, Junge. So, ja, dann hat der Deutz jetzt quasi frei. Könnte der Deutz auch mit der Maisdrille spielen. Oder wir ärgern einfach den kleinen IAC noch so lange. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Schüttgut habe, was ich anliefern muss. Abliefern, durchliefern, rum. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir auch nicht jedes Wort leisten. Wörter sind auch teuer. Ich muss dafür zahlen. Bei meinem Rechtsanwalt und bei meinem Psychologen. Ja, können wir dich auch parken wieder, ne? Was meinst du, kleine Eiche?
Ja, tak, 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 da geht's los. Wir können dich auch schon mal. Wir können dich auch schon mal zur BGA fahren. Ich würde ja gerne auch den anderen Anhänger nehmen. Ich will nehmen den anderen Anhänger. Ich finde den anderen Anhänger noch cooler. Wir fahren hier mal so an der Seite vorbei. Sag mal, kann ich den nicht auch hier unten hinstellen? Ich kann den auch hier unten hinstellen. Haha. Das ging früher nicht, weil ich hier in einem ersten Akt völliger Verzweiflung hatte ich hier an der Wand entlang die ersten Ballen gestapelt. Ja, da wusste ich noch nicht genau, wie das alles wird hier auf Altenstein. Da war ich noch nervös und neue Karte und alles noch. Und das Lu gab's noch nicht und uiuiui, ne? Und da habe ich hier ganz schnell erstmal ein paar Ballen hingestellt. Die habe ich mir mittlerweile eingelagert oder verbraucht oder beides. Boah, mit viel Schwung. Bloß nicht stehen bleiben. Außer hier vorne. So, und jetzt ist ganz wichtig, erst absteigen, die Kurbel kurbeln. Oh, nicht da hier, passe ich hier nicht zwischen? Alter, ich müsste dringend mal mit meinem Diätberater ein Gespräch führen. So, und jetzt, das ist nämlich das Problem mit diesem Anhänger, jetzt erst die Kurbel kurbeln. So. Und jetzt kannst du den abkupolieren. Nee, ich will ja nicht losfahren, ich will weg hier. So, stehen bleiben, wollte ich sagen. Sehr schön. Weil beim Losfahren wird man gewarnt, ne? Aber wenn man das Ding abkuppelt, ohne die Stütze runterzumachen, kriegt man keine Warnung. Dann liegt das Ding mit der Deichsel unter der Kolli von der Oberfläche. Habe ich schon gehabt. Habe ich schon mehr als einmal gehabt. Man muss das Ding zurücksetzen. Wieso liegt hier eigentlich so viel Gras noch? Ich müsste hier mal meine Wiese ein bisschen durchfegen hier. So, du kannst dich schon mal anhängen hier. Und schon mal absteigen, aber du kannst auch erst ankuppeln und Motor ausmachen, Diego. So. Ja, hier sind wir auch noch dran. Geh nochmal zurück, bitte. Hüpp nochmal runter von deinem Träger. Ich will überlegen, ob wir erst dieses Silo hier leer machen, dann können wir ein neues Silo machen. Hier ist doch gar nicht mehr viel drin. Haben wir mal da einen Anhänger voll zur Kuhfutter-Machmaschine fahren? Der Deutz hat doch gerade frei, ne? Wer hat denn noch frei? Habe ich noch... Ich habe beide Deutz haben frei, ne? Latsch da mal hin, schnell. Schnell, 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 schnell. I'm walking. Yesterday. Na, lass das. Hatte ich nicht... Ach, den anderen Deutz habe ich da oben geparkt. Aber der könnte doch diesen Anhänger hier ziehen. Der Anhänger ist ein bisschen zu groß, fällt mir gerade ein. Da kommt er nicht wirklich gut rein. Dann muss ich mit dem... Eieiei. Das sieht nicht gut aus, YouTube. Das sieht nicht gut aus. Sollen wir vielleicht doch tauschen? Ich habe echt Angst, dass ich mir den Motor schrotte, ey. Komm, tu weg. Du armer kleiner Drecker. Das hat ja keinen Nährwert. Ey. Nachher mache ich mir den Motor in den Wicken. Und dann ist aber Achterbahn. Das sage ich dir aber. Das kann ich Opa Johann nicht mal eben bei einer Tasse Kaffee erklären. Da muss ein bisschen mehr kommen. Also mindestens erstmal Einzelkämpferausbildung. Vorher brauche ich Opa Johann das nicht sagen. So, ach so. Wir müssen erstmal den Motor starten. Ganz galant fährt er los, der Kleine. Ich hab kein Thumbnail übrigens, nicht für dieses Video. Sollen wir mal ein Video ohne Thumbnail machen? Ja, ich habe wieder nur Blödsinn gemacht im ganzen Video, ne? Habe ich eigentlich auch irgendwas Produktives geleistet? Nein. Ist an diesem Video irgendwas anderes wie an allen anderen Videos? Nein. Wie heißt dieses Video? Nein. Nein. So. Ja, du hast derer PS wesentlich mehr zur Verfügung. Da muss der Kleine sich ja nicht da so quälen, oder? So, starte mal ab den Vogel. Geht direkt los hier, so. Besser, ne? Ne, ist besser. Ist das hier der Bruder von Pablo Escobar, oder was? Darfst du überhaupt schon wieder Trecker fahren, mein Freund? Ich habe doch so Sachen gehört. Hä? Pass bloß auf, du. Irgendwann erwische ich dich. Ja,
Wir haben kein Thumbnail und das Video ist zu Ende. Was nehme ich denn mal als Thumbnail? Irgendwas völlig Zusammenhangloses hier? Wir können diesen schönen Trecker fotografieren. Super. Das ist super gelaufen wieder, YouTube. Mir war es trotzdem eine Ehre, für euch eine Runde Altenstein zu zocken. Vielleicht hat euch das Video sogar teilweise gefallen, vielleicht auch nicht. Habt euch lieb.